schönen guten Abend aus dem Cockpit. Hier spricht Ihr Kapitän. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke für Ihr Vertrauen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung des Jahres. Oh, jetzt haben sie alle einen Schreck gekriegt, ha? Ja, ich begrüße die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Ja, hallo, ich bin heute auch zum letzten Mal dabei. Dieses genau. Jahr. Dieses ja. Jahr. Definitiv. Ich wäre auch fast insgesamt zum letzten Mal. Mich hat so eine Männergrippe erwischt hier. Man hört es vielleicht noch so ein bisschen. Aber alles wird. Wir haben viele Filme heute und Serien und einen coolen Trailer. Ha, seid gespannt. Deswegen fangen wir gleich mal an. Wir hatten in der Sneak Preview den Film 7500 oder 7500. Oder wie Insider könnten ihn auch nennen, Karlsruhe oder Cottbus. Das waren nämlich die alten Postleitzahlen. Okay, du hast mir gerade den Film komplett zerstört. Ja. Sorry, der VfB übrigens den KSC beim letzten Derby. Ja. Übrigens, wenn es 65:00 gewesen wäre, wäre es Gera gewesen. Ah, gut, aber lass uns mal anfangen. Also 7500 war der Film. Der ist getippt worden und da gab es ein bisschen unter diesem Tipp so ein paar Bemerkungen, so, oh, bei uns lief der schon, der Sneak, war ein bisschen langweilig und so. Und deswegen, als der dann kam, hatte ich jetzt so nicht die höchsten Erwartungen. Und vielleicht mal kurz zur Story. Joseph Gordon-Levitt spielt einen Co-Piloten einer großen Airline und die wollen von Berlin aus mit dem Flugzeug starten nach Paris. Und wir lernen so kurz in so einer kurzen Sequenz kennen, dass seine Freundin, mit der er ein Kind hat, Stewardess ist, oder wie heißt es, Flugbegleiterin heißt es jetzt heutzutage. Und sie ist auf demselben Flug auch. Und es ist natürlich so, wegen diesen Antiterrorvorschriften müssen natürlich die Cockpit-Türen immer verschlossen sein. Deswegen war auch dieser Tipp, halt die Tür immer geschlossen oder so ähnlich. Und oder öffne nicht die Tür oder sowas, ne? Na jedenfalls hebt dann der Flieger ab und das Flugzeug soll entführt werden, aber die Entführer kommen halt nicht in die Kabine rein, weil die eben verschlossen ist. Und die Piloten oder der Pilot, die haben dann auch einen Blick nach draußen mit so einer Kamera, wo sie auch sehen, was dann abgeht im Passagierraum. Und dann sehen sie halt, dass die Terroristen da doch ganz schön hart durchgreifen und müssen halt überlegen, ob sie die Tür nun öffnen und eventuell dadurch vielleicht Passagiere retten oder halt eben die da reinlassen, was auch immer, wie es dann auch immer weitergehen wird, und sind halt so im Zwiespalt. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel man verraten sollte, wer was, wie, wo. Auf jeden Fall, also Joseph Gordon-Levitt ist dann derjenige, der so gewisse Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, wer sich auskennt mit den Flugzeugsprache oder mit Pilotensprech oder den Codes, der weiß eh, worum es in dem Film geht. Entführung, ne? Oder? War das doch? Ja, Terroranschlag. Ja. Also habe ich ja schon so weit erzählt. Ich meine nur, ob wir sagen deswegen, wollen. Weil Titel ja 7500. Wir haben ein 7500. Es erwischt ja ein paar Leute und es ist dann auch so, also als die Tür mal kurz geöffnet wird, können halt auch welche eindringen, die dann so halb überwältigt werden und sowas. Deswegen eskaliert das dann alles noch ein bisschen. Und parallel dann immer die Kommunikation nach unten, so zu den Bodenstationen, was sollen wir tun, was sollen wir machen. Und ja, das eher so ein bisschen fast kammerspielartig, auch so von der Inszenierung her. Man befindet sich halt häufig im Cockpit mit Joseph Gordon-Levitt und seinen Gedanken und Überlegungen und was passiert wie und was. Und dann finden halt auch Dialoge nach draußen statt mit den Terroristen. Und das ist schon sehr, sehr dicht alles gemacht. So, ich glaube, das mehr kann man spoilerfrei halbwegs da sagen. Ich gucke gerade nochmal. Ja, ich habe eigentlich alles. Der Regisseur des Ganzen ist Patrick Vollrath. Das ist sein erster Langfilm. Der ist mir persönlich bekannt geworden durch seinen Kurzfilm, für den er für einen Oscar nominiert war. Der hieß Everything's Gonna Be Alright. Und der war ziemlich gut. Also er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und war ich jetzt ein bisschen gespannt, auch was er hier abliefert. Ja, wie fandet ihr so? Ich warte mal, was Schweigen. Anfängt. Weil meistens bin ich die Letzte, die was sagt.
Kate, sag so. Du doch mal was. Wie fandst du den Film? Okay, ja. Ich muss hier zuweisen, offensichtlich. Naja, du musst gezielt fragen, wer wann und überhaupt. Ich bin als Lehrer nicht so geübt. Ja, das merkt man fast gar nicht, lieber Erik. Mir hat der Film extrem gut gefallen. Ich fand die Art und Weise, wie er gemacht ist, sehr gut. Ich weiß nicht, inwieweit wir da drauf eingehen, was wir hinterher festgestellt haben, wie der Film eigentlich die Machart des Films ist. Möchte ich gar nicht groß drauf eingehen, weil ich es niemandem verderben möchte. Ich habe am Anfang gedacht so, und dann habe ich dahinter geschnallt und habe dann gesagt, okay, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Und das war sehr, sehr gut, dass ich das getan habe, weil ich fand das wirklich herausragend. Ich fand den Film richtig stark. Also gerade aus dieser Cockpit-Perspektive, also die ganzen Flugzeuge, Führungsfilme, die man hat, die haben wir immer mal aus dem Passagierraum, immer aus irgendwie Sicht von mehreren Protagonisten im Flieger, und hier hat man halt eine Kleinmaschine mit wenig Besatzung und wenig Passagieren, und hier eben nur aus dieser Perspektive der Piloten. Und auch die Art, wie das Ganze dargestellt wurde mit den Terroristen und die waren sehr, sehr überzeugend. Also ich fand das schauspielerisch extrem gut. Ich habe da echt mitgelitten. Also ich hatte mehr als einmal die Hand vorm Mund, weil ich gedacht habe, scheiße, Gott, darf jetzt bloß keinen Ton von mir geben, weil ich sitze hier im Kino. Ja? Und Joseph Gordon-Levitt, ich liebe diesen Schauspieler. Ich finde ihn wirklich grandios. Und ich finde es toll, dass er sich für dieses Projekt gemeldet hat. Keine Ahnung, dass er da mitgemacht hat. Ich fand den gemeldet. Film richtig... Ja, ich weiß ja nicht, ganz ehrlich... So, wir spielen ein Theaterstückchen. Nein, aber wenn man mit dem Projekt an einen großen Hollywood-Schauspieler rangeht, und das ist Joseph Gordon-Levitt, ich glaube, dass da viele auch vorher Nein gesagt haben oder Nein sagen würden, weil sie denken, ja, ein komisches Projekt aus Deutschland und so. Und deswegen finde ich es toll, dass er da mitgemacht hat, weil er konnte sich da auch nochmal als Schauspieler hier in Deutschland auch hervorheben, weil er ist unfassbar gut. Ich hatte Sorge aufgrund der Kommentare, dass er eben sehr dröge und sehr langsam erzählt wurde. Hatte ich wirklich Angst, aber ich bin dann doch jetzt rausgegangen und fand das saugeil. Fand es richtig, richtig gut. Ja. Ich habe irgendwie gelesen, dass da zuerst ein anderer Darsteller geplant war, und als sie dann ihn gekriegt haben, haben sie den anderen abgesägt. Finde ich gut. Ich habe jetzt letzte Woche sogar wieder mal Inception gesehen, immer noch großartiger Film. Ich glaube, der rutscht so in meine All-Time-Top-10 weiter nach oben, und da spielt ja Joseph Gordon-Levitt auch mit. Super. Und Chris, wie fandst du hier Karlsruhe? 7500. 7500. Ich habe gerade noch überlegt, hey, Gott sei Dank hat Gera nicht die 7500 gehabt, sonst. Genau. Sonst könnte ich ja da eine Verbindung ziehen zwischen dir. Okay, nein. Was soll ich sagen? Ich fand den Film teilweise wirklich beklemmend. Also dadurch, dass das da sich die ganze Zeit wirklich in diesem Cockpit abspielt und dass sehr viel mit Emotionen und so gearbeitet wird und alles. Es war cool. Es war wirklich extrem cool, wie ich fand, gespielt einfach. Was ich unbedingt auch noch sagen möchte, ist der Pilot Carlo Kitzlinger. Also im Film heißt er Michael Lutzmann, aber in echt Carlo Kitzlinger. Und der ist ja wirklich Pilot. Mhm. Also der ist im echten Leben hat er einen Pilotenschein, bevor er Schauspielerei gemacht hat. Deswegen, der weiß also eigentlich auch, glaube ich, ganz genau, was da vorne so abging oder was da generell so abgeht im Cockpit. Und das hat das Ganze noch so ein bisschen authentischer gemacht, auch im Hinten raus so, mit diesem Hintergrundwissen dann. Und ich habe echt zwei, dreimal wirklich auch mit die Luft angehalten, wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht wahr. Das könnt ihr nicht machen. Nee, könnt ihr nicht machen. Macht das nicht. Und er macht es trotzdem. Und dann läuft es dahin und dahin. Und ja, ich fand es auch noch schön, dass Eileen Tezel mitgespielt hat. Die hatten wir in der Sneak schon mal. Kannst du dich erinnern? Deswegen, wir hatten ja nach der Sneak. Ach, deswegen. Ja, oder nee, war das bei den Tipps letztes Mal, wo ich das gesagt hatte, mit den Eileen Tezel nackt hier, die
die immer noch sehr viele Google-Treffer bei mir bei Kinocast ankommen. Ja, das war in der letzten Sendung. Wir hatten die in dem Film Drei Zimmer, Küche, Bad. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Da ging es darum, wo irgendwie die so eine WG löst sich auf oder sowas und sie sucht irgendwie neue Wohnung. Oder wie war das? Also den fand ich eigentlich gut, den Film damals. Das ist aber ewig her, oder? Ja, 2012 ist der rausgekommen. Also ich denke mal, da schon ein paar Jahre her. Bin heute ein bisschen vorbereitet. Und seitdem hast du eigentlich stets nackt in deiner Google-Liste. Nee, das ergibt sich halt durch irgendwas. Achso, ist ergibt, ja, ist ergibt. Nee, bei dem Beitrag war sie unter ihrem Namen verlinkt und vielleicht hatten wir in irgendeinem anderen Beitrag mal den Hashtag nackt oder keine Ahnung, vielleicht bei Nacktschnecken. Bei ja, das hat sich halt so ergeben. Nein, aber es ist auch eine coole Schauspielerin. Also definitiv eine coole Schauspielerin. Obwohl sie wenig Screentime hier hat, weil sie ja nicht die Hauptperson ist hier. Ja, aber das, was sie hatte, war auch nicht so schlecht. Also ich fand das wirklich ringsrum eigentlich einen ziemlich authentischen Film, wenn man so sagen kann. Und ich könnte das nicht ausschließen, und das ist das, was mich so beklemmt hat. Ich könnte das nicht ausschließen, dass das so oder in der Art tatsächlich auch passieren kann. Ja, definitiv. Das ist das Schlimme daran eigentlich, dass das auch noch so realistisch ist, dass das wirklich passieren kann. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hey, der Film hat da bei mir was getroffen. Deswegen wirklich cool, cooler Film. Also ich habe ja das Poster auch schon gesehen, habe da schon gedacht, so ja, aber doch im Endeffekt war das... Ich hatte eine gute Nummer. Überlegt, den einen Terroristen, den kenne ich irgendwoher. Der Schauspieler heißt Moratan Muslu und der hat in der Netflix-Serie Skylines den Khalifa gespielt. Und du weißt, dass sie abgesetzt wurde? Ja. Entschuldigung. Nicht abgesetzt, es wird nur keine zweite Staffel kommen, weil es dann Rechtsstreit gab. Nennt sich auch Absetzung. War ein großer Erfolg. Und bei M, eine Stadt sucht einen Mörder, hat er auch mitgespielt. Den jüngeren Terroristen, den fand ich überhaupt nicht überzeugend. Also da. Fandst du? Ja, da hat man ja auch schon im Kino drüber geredet, aber jetzt hier nochmal für die Hörer. Also der Jüngere, das war mir alles zu theatralisch, zu gespielt irgendwie. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gedacht hätte, okay, der reagiert so, weil das war so sprunghaft und so hin und her und zwischen den Szenen einmal so, einmal so. Das habe ich dem nicht hundertprozentig abgekauft. Aber gut, trotzdem ein sehr, sehr guter Film. Sehr beklemmend, wie es der Chris schon gesagt hatte. Echte Empfehlung. Also wirklich so die Dramatik, die steigert sich dann auch so extrem. Und es ist auch so wenig amerikanisch, dieser Film, fand ich. Also gerade bei so Flugzeugentführung denkt man immer sofort an so amerikanische Filme, so Air Force One und sonst was. Sondern hier eher so, quasi ein bisschen leiseren Tönen, aber eher so auf die Psychoschiene, wie es halt auch so verdammt realistisch sein könnte. Und das ist halt echt das Krasse, was dann so da die Angst macht, weil genau dieses Szenario könnte theoretisch morgen passieren. So. Und es könnte keiner irgendwie verhindern. Ja. Das ist das Krasse. Eben. Wenn man schon mal ein bisschen, wenn man ab und zu mal fliegt oder so, dann wird man diesen Film immer im Hinterkopf haben. Ja, danke. Ja, das war und das Erste, was die zu mir gesagt haben. Und du willst im Mai fliegen. Ja. ich möchte noch ganz, ganz kurz noch auch nochmal auf Joseph Gordon-Levitt eingehen. Der hat, wie ich finde, schon in extrem vielen guten Filmen mitgespielt, die teilweise vielleicht auch ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Also jetzt abgesehen, klar, von The Dark Knight Rises und Inception, klar. Aber zum Beispiel 50-50 Freunde fürs Überleben. Ach, toll, der war super, den habe ich auf Blu-ray hier. Oh. Ein grandioser Film, wenn du mich fragst. Hatten wir auch das nicht auch so ein, hat er nicht in so einem Film mitgemacht, wo so ein Boxer spielt? Oh, wie hieß denn der? Wo ich gedacht habe, der Trailer sieht ja total abgefuckt aus. Don John. Genau. Fand ich auch grandios. Hat er einen Boxer gespielt? War das nicht irgendwas mit einem Pornosüchtigen oder sowas? Ja, aber der hat immer geboxt im Fitnessstudio, glaube ich. Okay. Ja, oder auch hier The Walk, den wir in der Sneak hatten. Ja, The Walk. 500 Days of Summer. Das wäre jetzt der nächste noch gewesen, 500 Days of Summer. Und ich finde, er ist echt, was das angeht, hey, brutal gut. Also ich mag das. Und das ist für mich inzwischen auch so ein Zeichen, wenn es heißt, hey, da spielt
da spielt Joseph Gordon-Levitt mit, dass ich sagen kann, alles klar, ich glaube, den kann man sich anschauen. Deswegen, mich interessiert Knives Out auch wegen ihm, ja. Natürlich auch wegen was anderem, das darf ich aber nicht sagen, das gibt so der Ärger. Sag's doch einfach. Anna de Armas. Sag, ja. Sehr gutes Ensemble, Knives Out. Also. Ja, ja, hat auch gute Kritiken ja. bekommen. Ich fand auch die Heiligen Drei Könige, fand ich echt witzig. Obwohl der total bescheuert war. Ich fand den echt witzig. Und Premium die Interview, Rush. Da ist er uncredited, es war nicht drin, aber wie gesagt, es waren echt, der steht für mich inzwischen für so eine Reihe mit Filmen, wo ich sagen kann, kann ich mir bedenkenlos anschauen. Und da reiht sich eben der 7500 vollkommen mit ein. Was ist denn Straight Outta Oz? Eine Musical-Verfilmung, der spielt The Wizard. Okay. Den hab ich. Die Fernsehfilme in den USA. Okay. Er hat sogar bei Star Wars Episode 8, die letzten Jedi, eine Sprechrolle gehabt. Für Slovan Lowe. Naja, ja. Also, Looper war auch geil. Cooler Film. Ja, Looper. Deutsche Produktion, war eine Menge Filmförderung, irgendwas da drin. Und was ja normalerweise kein gutes Zeichen ist, wenn das am Anfang kommt. Man hat auch schon so gewisses Gemurmel im Saal mitbekommen. Ja. Von mir kriegt er auf jeden Fall 7 von 10 Punkten. Ja, ich gebe ihm 8. Aber 8, 7, 7. 8, 7, 7. 8, 7, 7. Pass auf, das ist auch ein Code. Einchecking des Podcasts oder so. Genau, das ist so ein versteckter Hilferuf, wie wenn jetzt irgendwie was überfallen wird, wenn jemand diesen Code sagt, dann stürmt das SWAT-Team oder so. Oh nein. Oder ist Luisa da? Wie sehen denn die Sneak-Tipps für morgen aus eigentlich? Der Tipp für die letzte Sneak im Jahr 2019, ich mag das mit diesen Pausen lassen. Ja. Die letzte Sneak 2019, der Tipp dafür lautet ein riskanter Auftrag. Übrigens, ganz kurz bevor wir das machen, Preisfrage, was war denn die letzte Sneak im letzten Jahr? Assassin's Creed. Oh. Assassin's Creed, sagst du? Nee, das war ein Jahr vorher, der letzte Sneak, ne? Jetzt habe ich gerade das Jahr verwechselt, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur die erste Sneak vom vorletzten Jahr. Von vorletztem Jahr? Ja, da war es nämlich Hidden Figures. Das kann ich mir irgendwie merken, das ist die erste Sneak 2017. Ja, also die letzte Sneak war am 25.12.18, war plötzlich Familie. Ah, oh ja, der war ja nicht schlecht. Okay, dann war es ein Jahr vorher mit, weil da hat man nach Weihnachten hat man Assassin's Creed. Und was war dann der erste Film 2019? Den habe ich nicht, habe ich glaube ich verpasst. Das war glaube ich. War ein Horrorfilm? Ja. Das war doch ein Horrorfilm. Aber welcher? Na, Crawl war später. Nee. Nein, Crawl war viel später. S war es auch nicht. Das ist für die Zuhörer jetzt bestimmt total interessant hier gerade. Ja, mega. Es war Polaroid. Ah, ja. Polaroid, oh, der war furchtbar. Okay. Kate, sind denn für morgen schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, selbstverständlich. Unter anderem wurde getippt, 3 Engel für Charlie. Der lief aber leider schon. Weiß ich nicht. 1917, ich glaube, das ist ein Kriegsfilm. Den mir aber jetzt nicht würde ich allein von der Jahreszahl her bestimmt mal schätzen. Weil ja, es könnte ja auch wieder so ein Code sein wie bei 7500. Oder es ist eine Heidi-Neuverfilmung oder so. Ja, möglicherweise. Und dann wurde noch von einem gewissen Erik Späte getippt, Underwater. Und ist das Kirsten Stewart auf dem Bild? Ja. Oh. 1917 ist übrigens von Sam Mendes der neue Film mit George McKay und Colin Firth unter anderem, wo es darum geht, dass dann im Jahr 1917 im Ersten Weltkrieg da so eine gefährliche Mission durchgeführt werden soll. Könnte also aufpassen. Könnte natürlich aufpassen. Ja. Läuft in diversen Kinos auch in so einer speziellen Projektion, weil da wirklich irgendwie diese Schlachtbilder, die sollen schon sehr beeindruckend sein, die da geschaffen werden in dem Film. Da bin ich mal gespannt. Also das Underwater, das habe ich ja heute getippt, weil da hatte ich irgendwie was gelesen. Da müssen die in so eine Meeresspalte da irgendwie runtertauchen und sollen da irgendwie eine gewisse Zeit bleiben. Und dann geht wohl einiges schief und so. Ist auch eine gefährliche Mission und könnte kommen. Könnte eventuell sein. Spannend. Ja, werden wir sehen, falls es kommt. Ich weiß nicht. Ich bin morgen nicht dabei.
Okay, na dann müssen wir uns das alleine anschauen. was wir auch offensichtlich gemeinsam gesehen haben, zwar nicht hier vor einem Gerät, aber zumindest auf demselben Sender, nämlich Shazam. Und nachdem wir uns darüber witzig gemacht hatten, und der zweite Trailer, den fand ich ja echt scheiße, deswegen bin ich da auch nicht ins Kino. Ja. Ich fand den ersten Trailer schon scheiße. Also. Ich fand beide Trailer scheiße. Den ersten fand ich noch so ganz okay, aber der zweite, der war schlecht. Da habe ich gedacht, nee, in welche Richtung geht das? Jetzt kam das ja hier auf Sky Ticket und ich habe gesehen, dass du es drin hattest. Da wusste ich, das gibt's jetzt, und dann habe ich das auch mal geguckt. Shazam, Chris, erzähl doch mal, worum geht's denn da? Shazam ist eine Verfilmung eines DC-Comics, also der nächste DC-Comic-Held. Also nicht hier Spider-Man, Iron Man, sondern Batman, Superman, diese Richtung. Und ja, bei Shazam, wer die Comics kennt, weiß eh, worum es geht. Es geht um... Ich kenne sie nicht. Hol mich ab. Alles klar, es geht um einen Zauberer, der seinen Stab gehalten haben möchte. Damit die Essenz auf ihn übergeht, ne? Oder genau. So, was war das doch? Nein, es spielt in Philadelphia. Wir lernen Billy Batson kennen. Der möchte seine Mutter wiederfinden, weil er ist ein Waisenkind. Sehr, sehr coole Szene gleich schon zu Beginn, die lustigerweise auch im Adventskalender war. Gibt es eigentlich einen DC-Helden, der nicht weise ist? Irgendwie sind die doch alle Waisen, oder? Der Batman, der Superman, alle irgendwie Waisen. Naja, Waise ist er ja nicht. Er ist verloren gegangen. Ach so, ja. Waise ist man ja nur, wenn beide Eltern tot sind. Ach so, okay. Er ist halt im System. Also ist er der sogar der Hund findet es ätzend, die Antwort. Der einzige untypische sozusagen. Okay, dann bitte weiter. Ich warte noch kurz, aber er hat sich... Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Alles klar. Und du wunderst dich, warum du irgendwelche Aline Thesel nackt Sachen vorgeschlagen bekommst die ganze Zeit. Okay. Konfus, Kinder. Und Billy kommt dann in eine neue Familie. Und das ist so ein bisschen ein größeres Auffangbecken für verloren gegangene oder Waisenkinder. Plötzlich Familie. Für Kinder ohne eigene Familie. Die machen also quasi so ein Patchwork-Ding da draus und da rutscht er mit rein und darf da mit rein und fühlt sich dann natürlich auch unwohl, weil er will sein Ding, er will seine Mutter finden. Und er fährt dann in der U-Bahn, weil er seinem Mitbewohner, neuen Halbbruder, da geholfen hat an der Schule und abhaut vor zwei Schlägertypen, fährt er mit der U-Bahn und plötzlich vereist alles und er wird in eine Parallelwelt quasi geführt und gebracht zu einem Zauberer, dessen Kräfte schwinden und der unbedingt seinen nächsten Champion benennen muss, um gegen die sieben Todsünden anzutreten. Und er erwählt dann mangels auch Alternativen im Endeffekt Billy, der das reinste Herz hat von allen anderen, als den neuen Champion. Und der verwandelt sich eben, wenn er das Wort Shazam sagt, was er am Anfang noch gar nicht weiß, dass er das macht und was weiß ich, und bekommt dann quasi diese Superkräfte und verwandelt sich von einem 14-jährigen Jungen in einen Mitte 20 und Anfang 30-jährigen gestählerten Mann mit allen möglichen Superkräften, wie kugelsicher und wie war es, schieß ihm ins Gesicht. Ja, schieß, Moment. Vielleicht kann er sogar fliegen. Vielleicht kann er ja auch fliegen, der Mr. Sparklefingers. Er kann Blitze schießen und ja, dementsprechend steckt also in dem Superheld ein junges Kind oder ein nicht Kleinkind, sondern noch ein junges Kind, und wie es halt immer auch so ist, es gibt einen Bösewicht, der wird gespielt, also vielleicht sagen wir mal ganz kurz die Schauspieler noch, Zachary Levy spielt Shazam, den Großen. Hast du Chuck geguckt eigentlich? Ja. Ja, der hat ja den Chuck gespielt. Ja. Hat sich ganz schön verändert, finde ich. Ja, hat Muskeln bekommen. Ja, weiß nicht, ob das nur CGI war oder so, aber also da hat sich doch was getan. Genau, dann Asher Angel spielt Billy Batson, also den Jungen, und Mark Strong spielt Dr. Sivana, und das ist eben der Bösewicht, der die Stärke der sieben Todsünden hat. Und das ist dann auch der Gegenspieler. Und Mark Strong kennen wir aus unendlich vielen Filmen, habe ich schon das Gefühl. Hat er nicht bei Kick-Ass auch schon einen Bösewicht gespielt? Ich
glaube, oder? Da habe ich mir gedacht, hä, hier auch? Also. Ja, also kann er. Also der kann alles. Also der gefühlt kann Mark Strong sowohl positiv als auch negativ auffallen im Kino von den Rollen her. Ich erinnere da an Kingsman, The Golden Circle, wo er eher positiv wieder aufgefallen ist. Ey, ist eine legendäre Szene. Mit Country Roads, ne? genau, und es geht halt dann um den Kampf darum, weil Dr. Sivana möchte natürlich den Champion auslöschen, weil es der Einzige ist, der mehr Power hat wie er. Und ja, dementsprechend beginnt dann der Kampf von Shazam gegen Dr. Sivana. Und wie sich am Ende herausstellt, muss sich Shazam dann doch nicht ganz alleine gegen Dr. Sivana stellen, weil er hat ja noch seine paar Geschwister da an der Seite. Ja. Der Dr. Also er hat noch eine kleine Schwester, ja. einen dicken Bruder, dann seinen humpelten Bruder und noch eine ältere Schwester. Und die kleine Schwester. Die habe ich am Anfang gleich schon genannt. So. Ja. Und Der Film ist, also wie gesagt, ich habe am Anfang gedacht so, boah, ich habe den Trailer gesehen und fand ihn einfach nur so, um der Gott des Himmels willen, was macht das DC Universe da schon wieder? Warum? Und ich glaube, wenn man schaut, irgendwie zurück in den Sendungen zurückschaut und dann auch mal die Kommentare zum Trailer von uns rauslässt, eieiei. Und im Endeffekt muss ich sagen, damit haben wir diesem Film komplett Unrecht getan. Das und stimmt. Da möchte ich mich auch dafür hier ganz öffentlich entschuldigen, weil ich hatte unglaublich viel Spaß bei diesem Film. Ja. Also die ganze Story ist klar, die ist gut gegen böse, Superheld mit neuen Kräften und was weiß ich alles. Ja, immer noch nichts Neues wirklich, aber die Umsetzung an sich ist weitaus witziger als gedacht und jetzt nicht so auf diese derbe Deadpool-Art witzig, sondern einfach auf so ein, ja, so ein jugendliches Ding, so, guck mal, was ich jetzt alles kann. Allein die Szene, wo sie Bier trinken. Ganz stolz marschieren sie aus dem Laden mit zwei Bier in der Hand oder mit einem Sixpack Bier in der Hand und dann, oh, Prost, baba. Also gerade hier ist Shazam und sein Kumpel, sein 14-Jähriger und dann stoßen sie an. Wie widerlich ist das denn? Herrlich, einfach nur gut. Und dann auch wieder hier, ja, möchtest du nicht Captain Sparklefingers kennenlernen? Haha. Und dann so teilweise wirklich auch geprägt von so Doppeldeutigkeiten, wo sich der Film aber durchaus im Bewussten ist, dass es doppeldeutig ist. Ich sag nur hier, fasse an meinen Stab. ich weiß nicht, ob ich das möchte. Vor allem die Witze sind dann halt auch nicht so awkward, dass sagt, oh, oder so, sondern das passt halt auch irgendwie, weil es kommt dann auch gleich irgend so ein Kommentar dazu, ne, weil das Gegenüber... Ja, oder auch einfach die passende Mimik dann. Ja, genau, weil das Gegenüber, der macht dann halt genau das, was du vom Fernseher... Oh nee, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und der macht einfach... Oh, nee. Ja, genau. Und weil du halt auch genau weißt, dass in dem Shazam halt einfach ein 15-jähriger Junge steckt. Ja, dass da der Kopf von so einem kleinen Kerl drin ist im Endeffekt. Ne? Und der ist halt 15. Es ist halt so, wie sie dann stolz aus dem Laden rausmarschieren mit 10.000 Süßigkeiten. So, wir haben uns jetzt alles gekauft. Lalalala. Das ist einfach, ja, das nehme ich denen ab. Es hat richtig Spaß gemacht, den Film anzugucken und vor allem mit rauszufinden, was er alles für Kräfte hat. Also, wie sie dann versuchen rauszufinden, was er alles kann. Das war einfach, das ist so typisch. Das ist nicht so, ich habe jetzt Superkräfte, ich kann jetzt alles, ich bin genial, sondern das ist so, okay, was können wir alles anstellen? So, das ist halt 15 und das ist süß. Wir haben das so oft bei irgendwelchen Entstehungsgeschichten, dass die zwar schon rausfinden, was sie können, allerdings auf so eine zackige, schnelle Art und Weise und so selbstsicher und dann plötzlich so, ich bin jetzt ein Superheld, wuhu. So, und Shazam ist halt ganz anders. Und das fand ich echt schön. Und wir haben am Ende auch einen Gastauftritt von einer Figur, die ich nicht nennen möchte, die ich sehr gefeiert habe. Ich habe mich total gefreut, diesen Schauspieler zu sehen. Und das, deswegen muss man diesen Film angucken, bis zum Ende gucken. Wen hat man ja gesehen? Kate meint nicht den, was du meinst. Also ja, Erik meinte ja wahrscheinlich jetzt gerade auch die zwei Gastauftritte am Ende. ich habe da noch zwei Kumpels mitgebracht zum Essen. Ne? Ach so, nee, ich meine was anderes. Ich meine jemand anderen.
Okay, nee, ja. Ich fand ihn auch so sehr, der war so herzerfrischend. Das, vor allem die Story, die der Chris jetzt auch so vorgestellt hat, das macht jetzt nicht so den ganzen roten Faden des Films aus, sondern das sind jetzt eher so, das kommt immer mal wieder und der Rest ist eigentlich so diese ganze Entdeckungsgeschichte, diese Origin Story, nenne ich es jetzt mal, von Shazam, wie er seine Kräfte entdeckt, wie er mit seiner neuen Familie irgendwie klarkommt, wie er auf der Suche ist nach seiner Mutter, was da für eine Story dahinter steckt und so. Und das ist halt wirklich gut gemacht, das hätte ich nicht gedacht. Also wir haben da, glaube ich, dem, wie Chris schon sagt, ein bisschen Unrecht getan im Film, weil auch der Trailer so scheiße war. Da kann man mal sehen, was so ein schlechter Trailer, und ich sag mir dann, solche Filmfirmen, die müssten eigentlich da auch ein paar Leute haben, die sich mit sowas auskennen, die vielleicht mal so einen Trailer mal in so Test-Screenings schicken, bevor der um die Welt geht. Weil ansonsten, wenn ich rausgefunden hätte oder wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass der Film in so eine Richtung geht, dann hätte ich mir den vielleicht sogar im Kino angeguckt. Aber so habe ich halt gewartet, bis der hier zu Hause verfügbar war. Naja, aber soll ja ein Sequel geben. Und ja. Dann vielleicht wird das mal was. Vielleicht, dann wissen wir ja, was er für Fähigkeiten hat. Dann muss er nicht mehr viel entdecken und dann sind alle Figuren platziert und dann kann es ja richtig losgehen. Ich kenne ja das Shazam-Universum ja überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wer da noch alles kommt und so, was da alles so in den Comics passiert. Deswegen bin ich ja völlig unbefangen, welche Bösewicht es da geben könnte und irgendwas. Ja, auf jeden Fall cooles Ding. Ja, sehr cooles Ding. Absolut. Hab ich ihn überhaupt für Punkte gegeben? 8 von 10, ja. 8 von 10, hätte ich nicht gedacht. Bin ich dabei. Bin ich auch dabei. Wie gesagt, hätte ich nie gedacht nach dem Trailer. Ja. Nur, ich ziehe meinen Hut. War nicht schlecht. Okay, was auch nicht schlecht war, The Irishman auf Netflix. Ich dachte ja, ihr guckt den vielleicht noch bis diese Woche. Habt ihr nicht gemacht. Ja, wir hatten vielleicht leider keine 4,5, 5 Stunden ist Zeit. Vielleicht für den Film. Ist echt ein ganz schönes Brett. Also das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Der ist einfach echt zu lang. Also früher habe ich ja gern so diese Sergio Leone oder Scorsese Sachen, die echt lang waren, gern geguckt und es war einmal in Amerika oder irgendwelche Geschichten, aber jetzt mittlerweile, oh, das ist einfach echt zu lang. Dann vielleicht eher so als Serie. Als Serie hätte The Irishman wesentlich besser funktioniert, denke ich mal, gerade in der heutigen Zeit, wo man sagt, man kann so Charaktere über eine längere Distanz, über eine längere Seriendistanz auch gut entwickeln und muss jetzt nicht unbedingt am Ende jeder Folge einen Cliffhanger haben. Es gibt ja so viele gute Miniserien. Und das hätte ich mir eher für Irishman gewünscht, anstatt jetzt hier so ein 4-Stunden-Brett. Ich habe es ja auch nicht am Stück geguckt. Also von daher, das macht ja wahrscheinlich kaum jemand, den am Stück zu gucken. Worum geht's? Martin Scorsese hat so seine All-Time-Lieblingsschauspieler alle zusammen in einem Film versammelt. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und. Also die ganze Liste ist irgendwie alles vertreten, was irgendwie mal in irgendwelchen Scorsese-Filmen vertreten war. Und allein das ist schon auf jeden Fall für jeden Kinofan mehr als einen Blick wert, den mal zu schauen. Und gerade wenn man Netflix hat, spricht nichts dagegen, den mal zu schauen. Wen haben wir noch? Ray Romano, Harvey Keitel, Bobby Cannavale. Und. Also, die Liste ist nahezu endlos von Schauspielern und da kommen ständig Szenen, neue Leute und ach, den kenne ich und den kenne ich und ach, und das, den kenne ich und so. So geht's die ganze Zeit. Die eigentliche Geschichte dreht sich darum, dass wir in Rückblenden erzählt bekommen, wie die Robert De Niro-Figur im Film, der im Film The Irishman genannt wird, oder Sheeran, heißt er, Frank Sheeran, wie er quasi zu dem geworden ist, was wir im Film dann schon sehen. Also ein älterer Mann und der sitzt im Altersheim oder so und lässt so sein Leben Revue passieren, wie das alles anfing. Und hier ist es aber weniger, naja, es ist schon eine Gangstergeschichte, allerdings ist es eher so angesiedelt in diesem ganzen Milieu der Gewerkschaften in den USA. Weil da gab es ja auch ein paar schillernde Figuren und die Gewerkschaften, die hatten ja sehr, sehr viel Macht und haben sich teilweise auch korrumpieren lassen und haben dann gewisse Aufträge irgendwie Leuten zugeschachert und haben mit dem Geld, was sie eingenommen haben, auch dubiose Geschäfte gemacht. Und das wird in diesem Film eigentlich beleuchtet und das eben über eine sehr, sehr lange Zeitspanne. In Echtzeit? Ja, gefühlt. Den Gewerkschaftschef Jimmy Hoffa, sagt euch vielleicht was, wird gespielt von
hier Al Pacino. Und wie gesagt, das sind so illustre Gestalten aus der Geschichte, die dann immer mal auftreten. Auf jeden Fall sehenswert. Ich will es nicht zu sehr ins Detail, wer da mit wem und das und das. Und ja, auch der, das Jimmy Hoffa, der ist ja dann auch verstorben, verschwunden einfach und so. Und wer dahinter stecken könnte und sonst was alles. Und sehenswerter Film, allerdings ein ganz schönes Brett, weshalb ich 8,5 von 10 gebe. Kann man, wenn man mal noch einen freien Tag hat oder so, kann man die mal investieren oder mehrere. Ist es ein Oscar-Kandidat, Erik? Definitiv, also für Darstellung. Für Regie vielleicht weniger, weil da fand ich es ein bisschen zerfahren an manchen Stellen. Kamera ja, Schauspiel ja, also auch die Nebendarsteller auf jeden Fall. Skript wahrscheinlich auch, weil wenn du so ein 4-Stunden-Brett und hast da so verschiedene Erzählstränge und mit Rückblenden das alles zusammenzufassen, das ist schon skriptmäßig eine ganz schöne Herausforderung. Also ich denke mal, den werden wir in diversen Kategorien sehen. Wahrscheinlich auch, mit Sicherheit auch in der Kategorie bester Film. Wobei ich aber nicht glaube, dass er einen besten Film gewinnen wird. Da warte ich mal ab, da kommt bestimmt irgendwas anderes. Weil dafür ist es... ja, es ist amerikanische Geschichte, Jimmy Hoffa, Gewerkschaften, ich weiß nicht, da... Zu politisch. Nee, der ist mir zu wenig kritisch mit dem Ganzen, ja. Er feiert sich da eher so ein bisschen in dem, weil da mag eigentlich Hollywood so Stoffe mehr, wo es so richtig abgeht, wo richtig Finger in die Wunde gelegt wird und dann, ja, das sind die Bösen und so. Ja. Genau, irgendwie 12 Years a Slave oder irgend sowas, solche Dinger, weißt du, wo gesagt wird, okay, das sind die Bösen, hier, schaut es euch an, jetzt zeigen wir euch mal, was die gemacht haben. Und hier war es halt eher so die Erzählung eines alten Mannes, ein bisschen so verklärter Rückblick auf die Zeit und so, was Wunderschönes. Und die werden natürlich auch in ihren jugendlichen Outfits und Gesichtern und so weiter, also Robert De Niro ist halt künstlich verjüngt worden, was einem mittlerweile fast gar nicht mehr auffällt. Das ist echt krass, ja, wie gut die Technik geworden ist und auch Al Pacino und so. Ne? Das ist schon echt heftig. Also ja, durchaus mal reingucken. Netflix, wer es hat, kostet ja nichts. Müsst ihr keine Kinokarte ausgeben. Habt ihr dabei. Von mir durchaus eine Empfehlung für Kinofans. Dann einen noch ganz kurz. Ich habe Six Underground nachgeholt. Nachdem ihr mir den ja so wärmstens empfohlen habt. Ich muss sagen, ich teile jetzt nicht alle Kritikpunkte von euch. Ich fand den zum Beispiel ziemlich gut gefilmt. Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Also so vom Dreh her war der echt geil. Also die Action kam gut rüber. Oh, ja. Ich fand auch die, die ganze Ausstattung fand ich echt gut. Ne, vom Film. Das haben wir auch nicht bemängelt. Nee, ich sage nur. Und auch so die Action-Szenen, also wieder auf den Kran hoch und dann da dieses Haus und so weiter. Also die Ausstattung war echt geil. Also als, früher hätte man gesagt, unterste Schublade, Videothekfilm, so ein Action-Kracher, wenn du alles andere schon gesehen hast, da geht der schon. Also und hier bei Netflix, wo du auch, wie gesagt, wo der ein Paket mit drin ist, wenn du den mal nebenbei laufen lassen willst, wenn gerade Fast and Furious alles durchgeguckt ist, ne, dann kannst du den mal gucken. Ich möchte hier ganz, ganz kurz von Twitter zitieren. Und zwar von der Becky von Chewbacca 1893. Die hat nämlich... Ja? Ihr wisst, worauf es hinausläuft, oder? Nee. Es steht nämlich dran, stört eigentlich bei Six Underground niemanden, dass die Verfolgungsjagd am Anfang eigentlich in Florenz ist, sie dann aber plötzlich kurz ganz offensichtlich durch Siena fahren und dann wieder durch Florenz. Was ist Siena? Eine andere Stadt. Ja, ist eine andere Stadt, weil da ist der der Palazzo Pubblico in Siena. Habe ich nicht erkannt. Also ist vielleicht für Ortskundige... keine Ahnung. Würde mir jetzt höchstens auffallen, wenn sie durch Paris fahren und plötzlich irgendwie, weiß nicht, da ganz woanders sind. Aber in Italien bin ich nicht so sattelfest, da war ich nur wenige Male. Ja, aber jetzt überleg mal, die fahren die Verfolgungsjagd durch Düsseldorf und fahren über die Domplatte oder so. Du stellst jetzt nicht bei diesem Ramsch-Action-Film noch irgendwie, stellst jetzt nicht noch irgendwie irgendwelche Drehbuchkniffe da irgendwie. Aber jetzt mal hier, Erik, nochmal ganz, ganz Moment. Ich teile eure Kritikpunkte nicht alle. Dieser Ramsch-Film. Ey, das ist ein Action-Ramsch-Film, klar, nichts anderes.
Aber ist cool gedreht gewesen, fand ich. Ist cool gedreht. Kann man also dahin gucken. Okay. Also man kann ihn ohne Ton laufen lassen, weil das Gesülze kann man sich nicht anhören. allerdings fand ich manche One-Liner tatsächlich von Ryan Reynolds echt ganz nett. Das war so ein bisschen so 80er, 90er Jahre, nee 80er eher, 80er Jahre One-Liner-Dinger. Weißt du, so irgendwas passiert und einer haut so einen One-Liner raus. Bam. So, weißt du, wie so in 80er Jahren, so wenn dann irgendwie Schwarzenegger gesagt hat, ja, er musste mal ein bisschen Dampf ablassen, nachdem er ihn da auf dieses Dampfrohr gesteckt hatte. Den Typ. Ja. Weißt du, so ungefähr ja. Ist hier auch. Also wirklich sehr boah, ja. Action-Ramsch vom Feinsten, würde ich sagen. Also wer Netflix hat und bei der Silvesterparty irgendwas laufen lassen will, ohne Ton hin im Hintergrund, wo schnelle Autos irgendwo rumfahren, wo man coole Einstellungen sieht, also dann kann man das laufen lassen. Eigentlich splattert es auch ganz schön, ja. Ja. Also für mir 4/10, mehr kriegt er nicht. Ich habe noch einen gesehen, den ich schon längere Zeit mal aufgenommen hatte, nämlich The Prodigy. Das hat jetzt nichts mit der Band zu tun, sondern ist ein Horrorfilm in der Art, wie sagt man das, so gruseliges Kind hier, so besessenes Kind, ne? So in dieser Art. Gruseliges ne? Kind. Ja, wenn so mir ein wie, Kind, das nicht gruselig ist, so irgendwann wie mal. Brightburn oder so, kennst ja, hat man ja gesehen gehabt, zum Beispiel in The Sneak oder so. Allerdings hier ist es so, bei The Prodigy, am Anfang sehen wir einen gruseligen Serientäter, der eine Frau gefangen hat und die hat schon eine Hand abgesägt bekommen und kann dann flüchten mit der Appenhand da irgendwie und kann der Polizei sagen, wo der Serienmörder ist und das findet er nicht so cool, weil die verhaften den dann auch und der konnte sein Werk jetzt nicht vollenden, weil ihm diese Frau noch fehlt. Und er wird von der Polizei gestellt und erschossen. Und diese Seele transformiert sich oder begibt sich quasi in das neugeborene Kind. Also das wird dann aber erst deutlich, als das Kind schon etwas größer ist. Und sie stellen dann komische Sachen an dem Kind fest und denken erst so, ja, es ist irgendwie hochbegabt oder so, weil es schon, als es relativ klein ist, schon sehr viel weiß. Was allerdings ja daran liegt, dass es ja einen Geist in sich trägt, der schon reifer ist. Ne? Und sie geht dann auch zu diversen, also die Mutter geht dann zu diversen so Psychiatern und sowas, die dann auch so Erfahrungen haben mit solchen Themen und ihr das dann auch sagen, das ist jetzt keine Besessenheit, weil Besessenheit gibt es nur bei Dämonen, also bei nichtmenschlichen Wesen und hier ist halt ein menschlicher Geist, der ihn besessen hat, der wohl noch etwas zu erledigen hat auf der Erde. Und was sich ein bisschen cheesy anhört, war gar nicht so schlecht. Ich fand den echt ganz gelungen. Also hatte wirklich ein paar gute Gruseleffekte drin, die ich jetzt nicht verraten möchte natürlich. Und auch die ganze Art, wie sich es dann so auflöst, was dann die Mutter versucht und so. Das ist alles ein bisschen untypisch dann auch für so einen ja, 0815 Horrorfilm, wie es von der Story her eigentlich klingt. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht und auch das Ende fand ich echt gelungen. Läuft gerade auch immer noch auf Sky, irgendwo im Nachtprogramm manchmal, kann man sich mal aufnehmen, gibt es bestimmt auch auf Sky Go. Wer das hat, kann es mal gucken. Gucken wir mal, ob es das bei On Demand zum Abruf gibt. Ja, also jetzt nicht, natürlich ist ein Horrorstreifen, ist kein Oscar-Kandidat, aber für mich kriegt er schon 7,5/10, war auch gut gespielt, sowohl von Mutter als auch von Kind und der Vater auch und so. Deswegen war ein bisschen unerwartet diverse Wendungen in dem Film, deswegen war mir nicht schlecht. So. Ich finde, es klingt super cheesy, ganz ehrlich. Ja, ich muss glaube ich mal klicken. Muss es ja nicht gucken. Okay, Chris, das hast du auch geguckt. Der Junge muss an die frische Luft, sehe ich hier. Ja, ja, was mich echt hier interessiert hat ja. Auch. Da war jetzt vorgestern oder so, lief der zum ersten Mal auf Sky und da habe ich den direkt mal, oder haben wir den direkt mal hier zu Hause geschaut. Nachdem ja doch schon ein bisschen Vorschusslorbeeren bekommen hatte von diversen Leuten. Und ja, ist quasi die Geschichte, die Jugendgeschichte von H.P. Kerkeling und verfilmt von Caroline Link nach dem Buch von H.P. Kerkeling, was auch den gleichen Titel trägt, Der Junge muss an die frische Luft, und erzählt die Kinderjahre von Hans-Peter Kerkeling im Ruhrgebiet, wie er groß geworden ist. Und was da alles so passiert ist, was da so für Schicksalsschläge sein Leben bewegt haben, was aber auch für schöne Zeiten sein Leben geprägt haben und wie er sich auch so ein bisschen zu dem entwickelt hat, was er heute ist. Und wir dürfen
sollten ja aber keine falschen Erwartungen haben. Also es geht jetzt nicht dahin so, ja, hey, kommt doch zum Fernsehen und dann macht er dies, dann macht er das. Sondern diese Zeit kommt da nicht in dem Film vor, sondern es betrifft wirklich fast nur die Kinderjahre. Es gibt natürlich am Schluss so eine kleine Zusammenfassung, die dann ganz gut moderiert wird und so. Ja, aber ansonsten betrifft es eigentlich eher so diese Kinder. Ich will mal gar nicht verraten, was da so alles passiert, weil ich wusste es nicht, was da alles so passiert. Ich fand aber, es war extrem gut gespielt. Also der Junge, also Kinderdarsteller sind immer kritisch, aber der hat es echt gut gemacht. Also das, es ist wirklich wie ein Ei dem anderen teilweise. Also das, also was er so rübergebracht hat und auch so die komödiantischen Sachen, die er gemacht hat, das war wirklich so auf den Punkt. Was, denke ich mal, so für einen Kinderdarsteller unheimlich schwierig ist. Oder? Wie denkst du? Sehe ich ganz ähnlich. Wenn du ein echt nerviges Kind spielen musst, Scherzelein, dann ja. Und auch diese ganze Art, wie und überhaupt, fand ich sehr cool. Also hat mir auch mehr Spaß gemacht, als ich vielleicht zugeben möchte. Ich fand das vom Hans-Peter als Schauspieler großartig, wirklich großartig, schön in Szene gesetzt, so richtig 70er, 80er Jahre Flair, cool. Auch so, also, dieser Robot-Charme, der da überall, ja, mit dem Dialekt und so, das hat schon, ja, alles. Ja, deswegen, also war auch Joachim Krohl. Schon auch die ganze schöne Musik oder da mal ins Fernsehen gucken mit was weiß ich was alles und mit Ilja Richter und alles, also ah, ja, das war ja schon 70er Jahre war es alles. Joachim, also einfach Kohl cool, fand ich sehr schön. Nee, war echt wirklich ein rundrum gelungener Film. Das hätte ich nicht gedacht. Also es war, weil von der Story her hätte ich gedacht, boah, ja, okay. Wenn mir das jetzt jemand so, selbst wenn mir jemand die komplette Story so erzählen würde, da passiert das, okay, brauche ich mir nicht angucken eigentlich. Aber es ist so gut umgesetzt und auch die Personen spielen das so gut. Das wirklich, und letzten Endes ist es ja überall so, also alles, was einem so passiert im Leben, ist halt dann auch irgendwo ein Puzzleteil in jeder Persönlichkeit. Also es macht eigentlich alles aus. Deswegen, wenn dann manchmal so hypothetische, genau, Fragen irgendwo kommen, was würdest du in deinem Leben ändern und so, oder wenn du irgendwie die Chance hättest, irgendwas nochmal zu machen, ist eigentlich immer eine schwierige Überlegung, weil eigentlich das, was man jetzt gerade ist, wenn man damit zufrieden ist, das besteht eigentlich da aus den Sachen, die man erlebt hat im Leben, die man getan hat. Also von mir bekommt er auch 8 von 10. Ja, von mir auch, und weil es einfach ein herzerwärmender Film ist, weil es die Schauspieler, denke ich, auch mit wirklich sehr, sehr viel Herzblut ausgewählt wurden. Ich glaube auch, dass es dem HP Kerkelin wirklich auch wichtig war, dass die Schauspieler gut sind und gut gemacht. Tolle Nummer. Die ihn da selber spielen sollen, klar. Ja. Okay, dann sind wir mit den gesehenen Filmen ja schon mal so weit durch hier. Und schauen doch mal, was so in den Kinocharts los ist in Stuttgart und was jetzt so im neuen Jahr dann schon fast, ja, wann ist denn da? Ja, im neuen Jahr, was im neuen Jahr anläuft. Huch, warum kommt das nicht? Jetzt. Kinocharts und Neustarts. Mein Soundboard hat sich hier schon fast abgemeldet hier. Ins das neue hat Jahr. Urlaub. Ja. Genau. Mal gucken. Doch. Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Strom? Ach, das geht. Come on, ey. Das geht. Platz 10 in den Stuttgarter Kinocharts ist Black Christmas. Ah, den wollte ich eigentlich noch sehen. Mal gucken. Platz 9, Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Platz 8, Last Christmas. Den wollte ich auch noch sehen, Erik. Nein. Platz 7, der kleine Rabe Socke 3, auf der Suche nach dem verlorenen Schatz. Platz 6, das perfekte Geheimnis. Oh, hält sich lang. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Immer noch drin, ne? Ja. Krass. Platz 5 ist Cats. Ey, Memories. Wenn wir jetzt morgen im Kino sind, müssen wir denen mal sagen, die sollen das mal lassen, den Film so zu promoten auf ihrer eigenen Seite. Die machen sich damit lächerlich. Da zeigen sie ständig Trailer auf Instagram und sowas. So, ja, den müsst ihr sehen, wenn ihr... Platz 4, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Platz 3, die Eiskönigin 2. Platz 2, Jumanji, The Next Level.
Und Platz 1, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Das soll ganz gut sein. In den USA sind nämlich die ersten 3 Plätze genau gleich gerade. Ja. Platz 4 ist dann anders, als ein Film, der heißt Little Woman. Ja, aber ich glaube, wenn du in den USA zum Film mit Hitler ist, bringst, dann kommt der auch. Greta Gerwig. Wie bitte? Little Woman ist mit Emma Watson. Ja. Chris, was hast du gesagt? Wenn du jetzt in den USA einen Film mit Hitler rausbringst, dann kommt der auch auf Platz 4. Garantiert. Okay. Was läuft Neues an? Was haben wir da so im Angebot? Bin mir relativ sicher. Ab 2. Januar wäre das dann, ne? Ich hätte 2.1. Drei Engel für Charlie. Also, für den Neustarts 2020. Drei Engel für Charlie. Reboot der Drei Engel für Charlie-Filme mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska in den Rollen der Engel, die als Detektive weltweit Verbrechen lösen. Von und mit Elizabeth Banks hatten wir hier auch schon in der Sendung, weil wir den in der OV hatten. Das war die Sneak-Nummer, Erik? Ah, weiß nicht, vor 3 oder 4 Ausgaben. 1022. Wenn du das sagst. Ja, 2.12. Es läuft auch noch an, Knives Out. Ja. Starbesetzter Krimi über Harlan Trombay, der auf seiner Geburtstagsfeier ermordet wird, mit Daniel Craig als Detektiv Benny Blanc. Mit Ana de Armas. Chris Evans, Michael Shannon und so weiter und so fort. Oscar nominiert. Ana de Armas. Mit Sicherheit. Und Ana de Armas. So, ja, du sagst doch nur den Namen so gern. Ja, ich finde, der Name klingt schon toll. Wie fandst du die Mutter von der Patchwork-Familie bei Shazam? Anstrengend. Hä? Reden wir von derselben? Also nicht die Mutter, die ihn verlässt. Die andere war auch anstrengend. Warum? Wie kommst du jetzt darauf? Meinst du jetzt mich oder einen Erik? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ein Erik, wie kommst du jetzt auf die Mutter? Achso, ich weiß nicht, ich dachte auch so. Weil das ist ja auch eine, ist das eine Mexikanerin, Spanierin oder so? Keine Ahnung. Scheint ja dein Judy läuft an. Renée Zellweger verkörpert im Biopic die Schauspielerin Judy Garland auf ihrer letzten Konzerttour in London 1968. Okay, warte mal, jetzt steht hier überhaupt kein Text mehr da. Jeanne d'Arc läuft offensichtlich eine Neuverfilmung an. Mit Lise Leplat-Prudhomme. Okay, naja, die Jeanne d'Arc-Geschichte dürfte ja bekannt sein, ne? Ist halt eine Neuverfilmung hier, von der ich noch nie was gehört habe, dass die gibt, aber gut, muss halt nichts heißen. Ich hätte hier noch Thomas und seine Freunde, große Abenteuer, große Welt. Animationsspaß für die Kleinsten. Lokomotive Thomas macht sich auf eine Reise um die ganze Welt und lernt viele neue Länder, Kulturen und Freunde kennen. Ist das die Lok? Ja. Die Lokomotive. Hat er doch gesagt. Deswegen habe ich gesagt, Lokomotive Thomas. Aber ist schon okay. Ich höre mir auch nicht zu. Was läuft hier noch? Servant. Ja, guck auf das Ding. Das ist ein russischer Film von Klim Shevchenko mit Miloš Biković. Durch das Geld seines Vaters verwöhnt, ist sich Grisha seiner eigenen Immunität vor dem Gesetz sicher und lässt keine Gelegenheit aus, um mal wieder über die Stränge zu schlagen. Eines Tages ist die Geduld des Vaters jedoch vorbei und er beschließt, dem sorglosen Nachkommen eine Lektion zu erteilen. Nach Rücksprache mit einem Psychologen bereitet der Oligarchenfürst eine ganze Inszenierung vor und hofft, seinem Sohn damit etwas Gutes zu tun und ihn aufzurütteln. So gerät Grisha in einen Unfall, der vom Team seines Vaters verursacht wurde, woraufhin er im Russland des 19. Jahrhunderts wieder aufwacht. Hier ist der junge Mann nur noch ein Leibeigener, nicht mehr, nicht weniger. Von nun an soll harte Arbeit aus dem Vertreter der vollen Generation einen ganzen Mann machen. Mhm. Zeitreise. So ein bisschen The Game in Russland. Hervorragend. ich hätte noch Shadow im Angebot. Comic-Verfilmung. Mit Hero und House of Flying Daggers redefinierte Zhang Yimou einst, was visuell und technisch möglich war im Genre, im Genre, Genre, wie wird es ausgesprochen richtig? Genre des Martial Arts Films. Nach dem seelenlosen Spektakel The Great Wall heißt der chinesische Meisterregisseur zurück mit einem Film, der nahtlos an die alten Meisterwerke anschließt und dessen Schönheit einen zum Heulen bringen würde, wenn man nicht zu sehr damit beschäftigt werde, eine neue Generation, Muss ich weiterlesen? Nein. Aber hat der Hero gedreht? Warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken. Hero.
Der Satz geht übrigens auch nicht weiter, egal wo ich schaue. Der Satz geht leider nicht weiter. Es tut mir leid. Hero. Ja, doch, tatsächlich. Hat er irgendwie einen anderen Regisseur im Sinne? Okay, dann stimmt das. Ja, wäre was für die Sneak gewesen, vielleicht so. Hm. Ja, mal gucken. Ja. Und im Heimkino, mal gucken, was da gibt. Was man da Neues kaufen kann dann. Ab dem. Heimkino, wo muss man gucken? 30. Dezember. Also wer will, morgen, ja, kann morgen noch einkaufen gehen und kann sich zum Beispiel den Action-Knüller Angel Has Fallen holen. Mit Gerard Butler. Gerard Butler. Monsieur Butler. Butler. Ja, in verschiedenen Versionen. Ich habe aber auch noch einen anderen richtigen Action-Knaller. Und zwar endlich Ferien. Otto kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen im Neustädter Zoo zu verbringen. Benjamin Blümchen, der Film. Töre. Der war ja auch, der Trailer war so scheiße. Also der ganze Film sieht scheiße aus. Tut mir leid, das Filmplakat war grausam. Nee, sowas kann ja süß gemacht sein. Also, aber das haben wir von Shazam auch gedacht, liebe Entschuldigung, Leute. Das ist nicht mein Otto. Ja, aber es zeigt sich ja auch dann manchmal am Einspielergebnis dann. Also Shazam hatte ja trotzdem ein gutes Einspielergebnis. Also sind vielleicht manche Leute rein, die gesagt haben, gucke ich mir mal an und haben es dann doch empfohlen. Nun ja. Tja. Dann werfen wir mal einen Blick, was sonst noch so demnächst, ganz weit demnächst im Kino kommt. Sneak Preview. Ich habe einen Trailer mal rausgepickt. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, weil der da neu gestartet war und damals gab es keinen Link. Und zwar der neue Christopher Nolan-Film Tenet. Habt ihr da mal einen Blick reingeworfen? Ja. Trailer? Also, es lässt sich irgendwie schwer zusammenfassen. Es ist irgendwie so eine Mischung aus. Oder dass bei den Leuten irgendwie so die Zeit, dass sie die rückwärts laufen lassen können, oder? Verstehe ich das richtig? Ich habe es ehrlich gesagt geblickt. Ja, irgend sowas wird das sein, ne? Also da gibt es irgendwie so eine Spezialeinheit, so ähnlich. Es gab mal eine richtig coole Fernsehserie, über die ich immer wieder gerne erzähle, die heißt Seven Days, wo jemand in einer Art Raumkapsel 7 Tage in der Zeit zurückgeschickt wurde, um gewisse Dinge, irgendwas passiert ist, irgendwelche Unglücke ungeschehen zu machen, und er hat meistens nur so rudimentäre Informationen und muss die halt selber dann zusammensetzen, bis das dann passiert. So ungefähr wirkte das auch hier. Eigentlich eine ganze Ecke professioneller. Und Jonathan LaPaglia, der damals Seven Days gespielt hat, der hätte seine Freude hier dran. Sieht alles sehr actionlastig aus, mit irgendwie ein bisschen Spionage drin und irgendwie alles, ne? Auf jeden Fall sehr stylisch wieder, Christopher Nolan-mäßig halt, ne? Also freue ich mich drauf, ne? Ja. Im Cast werden dann auch noch Robert Pattinson sein, der demnächst Batman, Aaron Taylor-Johnson, der Kick-Ass gespielt hat, Elizabeth Debicki aus Guardians of the Galaxy, Himesh Patel, den wir zuletzt gesehen haben in Yesterday, und Clémence Poissy, aus Plötzlich Papa. Ja, und natürlich auch Michael Caine, zum Beispiel Dark Knight, und Kenneth Branagh. Also das ist ein illustrer Cast auch wieder. Und ich glaube, der kriegt das schon ganz gut hin. Mal gucken, was er diesmal anbietet. Der Komponist des Ganzen ist diesmal nicht der übliche, der bei Dark Knight schon dieses Dum, Dum, sondern er arbeitet jetzt. Das klang jetzt ein bisschen wie die Audi-Werbung bei dir. Er arbeitet jetzt mit dem schwedischen Komponist Ludwig Göransson zusammen. Der hat zum Beispiel. Komponist gesagt? Der hat zum Beispiel. Komponist. Komponist verstanden. Der hat zum Beispiel den Soundtrack von. Oder den Score von Venom gemacht. Oh, auch nicht. Also wird spannend. Also insgesamt wirkt es nach einem sehr, sehr guten Package, was da abgeliefert wird. Ich werde den Trailer mit verlinken. Ich habe auch den deutschen Trailer mittlerweile. Und ja, schaut da mal rein, liebe Hörer. Und klickt den Link. Und dann geht's weiter in die Serienwelt. Serien. In meine Welt. Ah, wie schön. Juhu. Ja, nicht nur, ich gucke auch Serien. Aber ich gucke gerade Brooklyn Nine-Nine, die neue Staffel. Das brauche ich hier nicht extra vorstellen. Nee. Die ist aber geil. Also, ja, ich weiß. Ich habe für euch ein bisschen was angeguckt, und zwar. Für uns? Was du alles für uns tust hier. Für euch alle da draußen. So lieb, vielen Dank. Gell?
Und zwar fange ich mal mit der ersten Serie an, die ich komplett durchgebinged habe an einem Tag. Und zwar die neue Staffel, Staffel 2 von Lost in Space, die der Erik ja ganz furchtbar fand, die Serie. Ganz furchtbar nicht, ich fand es einfach langweilig, ich habe nicht weitergeguckt. Ja, ich fand die Serie sehr gut und habe mich deswegen sehr gefreut, dass jetzt die zweite Staffel da ist. Es geht darum, die haben ja am Ende ihrer der ersten Staffel haben sie ja quasi diese Homebase wiedergefunden und konnten sich quasi entlosten. War das jetzt ein Spoiler für die erste Staffel noch nicht gesehen haben? Nein. So, das Problem daran war, dass sie trotz allem wieder sich von denen ja trennen mussten aufgrund eines Unfalls. Und da geht es jetzt quasi weiter. Sie sind wieder irgendwo gestrandet. Allerdings kommen sie da nicht weg, weil die ein bisschen Probleme mit ihrem Schiff haben und nicht mehr genug Antrieb haben, um da überhaupt wegzukommen. Und somit sind sie insgesamt fast 7 Monate lang auf einer Insel, auf einem Planeten, der quasi nur aus Wasser besteht. Allerdings ist das Wasser giftig, deswegen das können sie nicht anfangen. Oje. Und da geht es halt darum, wie sie da wieder wegkommen und wie es dann weitergeht. Und sie müssen ja den Roboter wiederfinden und wie die ganze Familie sich das weiterentwickelt. Klingt nach Fallout 76, ehrlich gesagt. Giftiges Wasser, Roboter finden. Ja. Ja, alles schon mal gehört, ne? Ich habe es, wie gesagt, an einem Tag durchgeguckt, weil ich es wieder richtig spannend fand. Ich mag das, ich mag solche Geschichten einfach. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach, mir gefällt es einfach, diese ganze Weltraum auf fremden Planeten und so. Deswegen, ich kann es empfehlen, wer die erste Staffel gemocht hat, kann die zweite durchaus klicken, denn die ist fast noch einen Ticken besser. Gibt da auch ein bisschen mehr Kampf-Action mit Robotern. Deswegen go for it. Meine Empfehlung, kann man angucken. Ja, es gibt ja die zweite viele. Staffel. Es gibt ja viele, die das schauen, deswegen ist es ja auch verlängert worden. Also es ist halt, ist halt nicht mein Ding gewesen. Ne? Ja, ist okay. Aber kannst du dich mal ein bisschen leiser regeln? Du eckst an. Achso, oh, Entschuldigung, warte mal. So, besser? Ja. Ja? So, besser? Jetzt gut. Weiter bitte. Okay. Entschuldigung, ich wollte euch nicht um die Ohren fliegen. Die zweite Serie, die ich geguckt habe, die jetzt auch rauskam, die habe ich nicht an einem Tag durchgebinged, aber dafür immerhin an zweien, ist die zweite Staffel von You. You hat den netten Untertitel Du wirst mich lieben. Und ich hatte die erste Staffel ja schon mal vorgestellt. Da geht es um einen Stalker, der alles für die Liebe tut. Auf eine sehr kranke Art und Weise. Und nachdem er ja in der ersten Staffel die Geschichte mit Beck hatte und den ganzen Vorfällen, die da passiert sind, hat er sich dazu entschlossen, die Stadt zu verlassen, New York zu verlassen und geht nach L.A. und nimmt auch einen neuen Namen, eine neue Identität an, denn er will nicht mehr so sein, wie er damals in New York war. Und dann Problem ist, er kommt halt auch die Staffel nicht zu Ende Haut. Nach einer Folge. Ja, nee, es ist sehr, sehr schön gemacht, weil die ersten paar Folgen ist wirklich... Er lernt dann jemanden kennen, auf seine altbekannte Art und Weise, in seinen Selbstgesprächen, die er dann also hat ja immer seine Gedanken, die man hört. Aber auch immer dieses, nein, ich werde das nicht tun. Nein, wir sind nur Freunde und nein. Also er versucht es wirklich, es geht halt mal wieder nach hinten los, ja. Und dann taucht auch noch eine Altbekannte auf, die wir in der letzten Folge der ersten Staffel schon gesehen haben, denn so viel sei gesagt, der Stalker wird zum Gestalkten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Okay. Ja. Das Ende oh mein Gott. Dieser Staffel ist wieder ein Oh mein Gott, wie der Chris schon sagt. Ich hab gedacht, okay, jetzt hat er den Dreh raus. Jetzt hat er es richtig hingekriegt. Jetzt ist alles gut. Er dreht nicht nochmal durch. Aber er tut es wahrscheinlich wieder. Denn die letzten Szenen der zweiten Staffel machen vielleicht Hoffnung auf eine dritte. Spoiler. Ich weiß nicht, ob eine dritte Staffel sein muss, weil die erste Staffel war so neu, so okay, krass, was geht mit dem? Und in der zweiten Staffel hattest du schon das Gefühl, so zu wissen, es geht nicht gut aus. Irgendwas geht doch wieder schief. So, er kann ja nicht aus seiner Haut. So. Und ich glaube, eine dritte Staffel könnte dann floppen. Möglicherweise. Oder nicht mehr so gut sein. Deswegen, für mich wäre es kein Problem, wenn es jetzt aufhört.
So, jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten hier, die anderen, ja, irrelevant. Ja, dann kommen wir zur dritten Serie, die ich angefangen habe, aber noch nicht fertig geguckt habe. Und zwar, weil ich sehr schwer in diese Welt reinkomme. Und zwar, es geht um The Witcher. Der Chris hat auch ein bisschen mitgeguckt, der kann, glaube ich, vielleicht auch ein paar Worte. Du musst auch vorher mal die Spiele spielen, komplett durch. Ja. Und noch Skyrim. Und dann reden wir mal drüber. Nee, also, ich finde, die Serie ist unglaublich gut gemacht. Also ich finde die Effekte, der Zauberer, Hexen und so, das finde ich alles ziemlich gut gemacht. Aber ich finde ein bisschen schwierig rein. Ich habe auch gerade ein bisschen Schwierigkeiten, weiter zu gucken. Also, weil ich so ein bisschen, ist nicht so meins. Ich habe zwischenzeitlich auch noch was anderes angefangen, weil ich da irgendwie nicht so... Kennt ihr das? Ich krieg kein Gefühl für diese Serie. Das ist halt manchmal obwohl so, sie ne? unfassbar dann, gut gemacht ist. Das ging mir bei vielen Serien so. Ja. Deswegen habe ich die nicht weitergeguckt. Dann ist mir also die Zeit einfach... Ich habe jetzt mit was anderem angefangen. Mit was Älterem habe ich jetzt neu angefangen. Und das finde ich viel geiler. Und das fange ich jetzt gerade an, die ersten Folgen zu gucken. Das aber die Schwarzwaldklinik ist nicht geiler, oder? Nee, ist nicht geiler. aber das darf ich vielleicht kurz was... zum Witcher auch noch sagen. Ja, bitte. Aber du hast mitgeguckt, bitte. Okay. Ja, ich habe schon einen Teil mitgeguckt und ich möchte das auch noch sehen. Ich spiele analog nebenbei auch noch gerade den The Witcher 3. Da habe ich mir nämlich jetzt, weil ich habe das zum Anlass genommen, endlich das auch mal zu machen und habe da die Game of the Year Edition geholt mit also allen Downloads und blablabla und habe da jetzt mal angefangen. Es ist, von der, wenn du die Spielatmosphäre anschaust und die Atmosphäre aus der Serie jetzt, die gleichen sich unfassbar und das heißt für mich, alles klar, dieses Buch, auf dem das ja basiert, das wird richtig umgesetzt, weil wenn es einmal so ist und das andere Mal ist auch so, dann muss da was dabei sein, da muss da was stimmen. Und ich finde es unglaublich cool gemacht. Mir gefällt es sehr bislang. Ich bin da gespannt. Ich habe mich noch nicht aufraffen können, das Spiel weiterzuspielen, weil irgendwie ist gerade wieder ein anderes Spiel noch mit reingerutscht. Aber gehört auf jeden Fall zu dem, was ich auch weiter hier verfolgen möchte und verfolgen werde und auch weiter anschauen möchte. Weil cool. Gefällt mir. Also Witcher 3 habe ich auch gespielt, jetzt nicht so weit. Irgendwie kamen dann nachher irgendwie andere Spiele dann dazwischen und so. Konnte das auch mal wieder reaktivieren hier. Das ist ja das Gute bei, weiß gar nicht, habe ich das im Steam drin oder in einem von diesen anderen? Dann hat mir auch den Spielstand wieder. Könnte ich mal reingucken, genau, wo ich da war. Ja. Ja, ich will Witcher, die Serie auf jeden Fall auch noch gucken, weil da habe ich ja vorher sehr viel drüber gehört und diese ganzen Diskussionen. Grandios gecastet, muss ich noch sagen. Diese Diskussionen mitbekommen auf Reddit und so, das war schon cool. Wenn wir einmal beim Thema Spiele sind, da werfe ich jetzt nicht extra den Trenner rein. Nur so als Update, ich habe jetzt dieses Star Wars Jedi Fallen Order Spiel zu Weihnachten bekommen. Arbeite mich da gerade so ein bisschen rein. Also es ist wirklich momentan so, wie ich es gesagt habe, ich arbeite mich da rein. Also es ist jetzt momentan noch nicht so die große Freude. Ich bin noch irgendwie am Rumhüpfen und in irgendwelche Jedi-Tempel rein. So fühlt sich alles wie eine Tutorial-Mission an, die sich sehr lang streckt irgendwie. Und die Tastenkombinationen, wenn ich es mal eine Weile liegen lasse, vergesse ich alle wieder, was ich hier drücken musste, um da irgendwie einen Super-Hieb zu machen und irgendwas. Und dieser Erkenntnis, nee, wie heißt Fähigkeitenbaum? Ich glaube, ich muss da mal googeln, was man da am besten macht oder so. Ich glaube, ich habe da eine falsche Abzweigung genommen oder so. Noob! Ja, ich bin da Noob in dem Spiel, klar. Jo. Aber ich hab's auf jeden Fall. Also die Stimmung ist schon echt cool da und das, was ich schon so gesehen habe, auch die Ausstattung von dem Spiel und so, diese Fantasie, der Fantasiereichtum, überragend. Kann man nicht anders sagen. Dann kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Musiktipps. Nehmen wir das. So, heute fange ich mal an. Ich habe mir heute mal ich kann mal Spotify nebenbei starten, dann vergesse ich das nicht drauf zu packen. Ich habe mir heute mal von Nirvana Polly ausgesucht in der Unplugged-Version, weil ich habe gesehen, einige Kids rennen mit Nirvana-Shirts draußen rum, wo ich mir sicher bin, die haben noch nie irgendwie Nirvana gehört oder irgendwas. Und nachdem meine Tochter auch so ein Ding jetzt trägt und ich sie mal gefragt habe, na, hast du überhaupt mal Nirvana gehört?
Ich war ja ziemlicher Nirvana-Fan, als das damals war und so. Ja, habe ich nämlich festgestellt. Sie hat auch noch gar nicht. Und da habe ich ihr mal Polly in der Unplugged-Version. Hat ihr sehr gut gefallen. Deswegen packe ich den jetzt mal auf die Playliste drauf. Was habt ihr? Oh. Ich habe einen meiner absoluten Lieblingssongs. Ist Billy Talent, Red Flag. Kommt auch ab und zu mal im Stadion. Deswegen finde ich es sehr schön. Aber nur ab und zu irgendwie. Ja, ab und zu. Meistens, wenn wir gewonnen haben, irgendwann. Nee, meistens bei den Dingsen mit hier. Dings. Hm? Nee, meistens kommt es doch bei. So schießt man Tore gegen. Nee. Doch. Das läuft auch ganz normal. Erik, wo kommt's? Meistens bei So schießt man Tore gegen, richtig? Ja, wenn die das so zusammenfassen, ne? So die bisherigen Tore gegen den Gegner oder so, ne? War doch irgendwie so. Ja. Ist ja auch für die Zuhörer jetzt wahrscheinlich auch egal. die ja weit verstreut sind in Deutschland. Was hast du denn, Chris? Ich habe hier mal so einen Reminder hier, aber du hast noch nichts eingetragen. Ja, ich weiß, dass du einen Reminder hast, aber du weißt doch, ich mache es immer sehr, sehr gerne spannend. Ich habe diesmal einen Titel genommen aus dem Jahr 2018, den ich immer, der relativ neu ist, der da auch ziemlich ins Ohr wohl ging, und es ist einer meiner Lieblings-DJs, der da mitgemacht hat, und es ist von Dinoro featuring Gigi D'Agostino, In My Mind. Ah ja, das war gut. Ja. Den kennt man, ne? In my mind, in genau. My head. This is what we... Ja, ja, irgendwie geht dann der Text. Genau, nee, war ein cooler Song. Also der kam ja wirklich so aus dem Nichts und plötzlich war der da und krass. Hm? Ja, genau, weil der hat so die schönen Elemente von Gigi D'Agostino drin mit Depp, Dell, Depp, das ist nämlich auch drin. Und das habe ich ja in den 90er Jahren rauf und runter gehört. Meine ja, Passion oder L'Amour. 90er, oh, bla bla bla. 90er, oh. Und das in meinem Zweiergolf in der fetten Anlage hinten drin. Ich war auf einem Konzert von Gigi D'Agostino bei uns in Gera in der Pandorfhalle. Nein! Also bei uns heißt das nicht Mercedes-Benz Arena oder Porsche Arena, da heißt das Erwin Pandorfhalle. Das ist wirklich eine kleine Turnhalle, wie bei einer normalen Schule, so ungefähr. Ja, das war cool damals. Okay. Jo, na, da haben wir es wieder. Also, liebe Hörer, ihr könnt unseren Spotify-Musiktipps folgen unter Kinocast Songs. Die Playlist kommen jede Woche 3 neue drauf. Wir versuchen, dass wir keinen Künstler doppelt haben. Und dann wird das nämlich schön abwechslungsreich. Ich darf keinen Künstler zweimal nehmen. Das reicht ja auch, oder? Wirst du ja wohl mehr als die paar kennen, die du jetzt schon genommen hast, oder? Ja, ja. Jo, Gibt doch Künstler, die haben ganz viele tolle Songs. Ja, es gibt auch mehr Künstler, die auch tolle Songs haben. Ja, wir wollen ja ein breites Spektrum haben. Und, jawohl. Ja, ja. Schon verstanden. Eine bunte Mischung hier, ein buntes Potpourri. Wie der Sneak. Wir haben einen Kommentar bekommen, der kam über unser Kontaktformular rein. Wir hatten ja beim letzten Mal bei dem Star Wars Teil dazu aufgerufen, wenn jemand so Spoiler hat, dann lieber als Kommentar über das Kontaktformular schicken, damit wir das irgendwie ein bisschen umformulieren können. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher. Ich finde das jetzt nicht so ein Wahnsinns-Spoiler, oder? Jein. Was meint ihr? Ja, an doch, sich. Jein. Okay, dann lassen wir es lieber. Also es kam ein Kommentar, der was zu Chewbacca, also warte mal, wie hieß er? Der Seba hatte geschrieben. Der hatte was zu Chewbacca herausgefunden oder beobachtet in dem neuen Star Wars Film, was er mit uns geteilt hat, was wir nicht erwähnt hatten. Und was für ihn eine sehr, sehr schöne Sache war, weil damit auch der Kreis geschlossen wird zu was vor vielen, vielen Jahren in den alten Star Wars Filmen aufgemacht wurde. Und wer es wissen möchte, schreibt mir mal direkt irgendwie an erik@kinocast, dann leite ich euch gerne mal den Kommentar weiter oder schreibt mich mal auf Twitter an, @kinocast, dann schicke ich euch eine DM mit der entsprechenden Mitteilung, um die es geht. Ja, am besten nur, wenn ihr den Film schon gesehen habt, was ja auch sehr empfehlenswert ist, den Film sich anzuschauen, auch gern mehrmals anzuschauen, damit man wirklich den Film in der Gänze versteht. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Ja, sehr gut, ey. Ich habe ihn zweimal gesehen.
Der Seba schreibt nämlich auch, spoilerfrei, ich muss den Film aber noch ein zweites Mal sehen, um wirklich urteilen zu können. Beim ersten Mal hat er mir noch nicht ganz so gefallen, aber eure Rezension hat dann doch wieder viele Details gezeigt, die in der Geschwindigkeit des Films untergegangen sind. Und das ist auch was, das habe ich bei mir selber halt auch gemerkt, deswegen habe ich gesagt, oh, ich gehe auf jeden Fall abends dann nochmal rein. Weil es geht am Anfang wirklich so bam, 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 so schnell los. Und es entgehen einem dann wirklich so viele Sachen auch, weil so die ruhigen Szenen sind eher spärlich gesät und es geht halt wirklich sehr treibend voran und der Film ist trotzdem sehr lang. Deswegen, man wüsste auch nicht, wo man hätte ein bisschen Gas rausnehmen können und der Film dann dadurch gewonnen hätte, sondern er wäre halt einfach noch länger geworden. Deswegen, ja, ist, glaube ich, so schon ganz richtig. Man muss ihn halt einfach mehrfach sehen. Und wenn ich das so sehe in den diversen Facebook-Gruppen und Reddit-Diskussionen, es ist häufig so, dass die ihn gut finden, die gucken ihn auch mehrmals und die ihn schlecht finden, die haben ihn teilweise gar nicht gesehen. Ja. Das ist echt traurig, sowas. Ja. Also das ist also hauptsache matig machen. Muss man den alten Dieter Nuhr-Spruch, dann, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Also bloß weil man irgendwie den Trailer oder weil man irgendwas gehört hat, was da drin passiert und den dafür anderen Leuten madig machen, bloß um da wegen einer negativen Kritik dann irgendwie ja, ein paar Likes abzufassen oder so, das ist einfach erbärmlich. Lasst es einfach sein. Ja. Der Film hat ja jetzt schon irgendwie über 300 Millionen eingespielt in USA alleine. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Rest der Welt und ja, der wird natürlich nicht so eine gute Performance haben insgesamt jetzt in dem Jahr gesehen, pro Jahr, wie jetzt die anderen Disney-Filme, Captain Marvel und Avengers Endgame. Das kann er ja nicht schaffen, weil er ja über einen Jahreswechsel läuft, aber vielleicht insgesamt, mal gucken, vielleicht kommt er da ran. Er läuft ja noch im Kino, guckt ihn euch an. Der Seba hatte geschrieben, nee, war das der Seba? Nee, Entschuldigung, war nicht der Seba, jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht. Mir hatte jemand auf Twitter geschrieben, er hat den in 3D mehrfach sogar gesehen und soll wohl in 3D auch ganz toll sein, gerade so die Raumszenen und so, haben sich echt Mühe gegeben, kann ich nicht beurteilen. Und ja, also wer noch weiterhin zu Star Wars uns was sagen möchte und da Bedenken hat, oh, kann ich das in die Kommentare posten wegen Spoiler, nutzt das Kommentarformular oder ich habe ja gesehen, jetzt es geht ja mittlerweile an euch beide auch gleich mit, ne? Also wenn jemand ja einen Kommentar über das Kommentarfeld schickt auf kinocast.net, dann kriegen wir alle drei das gleichzeitig. Dann ja, nutzt das. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne Kommentare schicken auf kinocast.net zur Folge. Twitter, Facebook, @kinocast heiße ich da. Kate und Chris findet ihr auch in dem Beitrag hier auf kinocast.net, sind damit verlinkt. Also Kate, wie ist dein Twitter-Handle jetzt gerade aktuell? @Kate_Caprell, oder? Ja, guten Morgen. Chris, @Coyote22 war es, ne? Coyote_22, ja. So macht das doch der Lehrer, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß, Kate ist, glaube ich, gegangen oder so. Nee, ich bin noch da. Ah, ist doch mal hallo. Ich red doch auch mit euch. Oh, nichts gehört. Vielleicht warst du auf Mute. Wie ist dein Twitter-Handle aktuell? @KateCaprell. Habe ich aber gerade mit Unterstrich oder? Nein, ohne. Ohne, okay, alles klar. Ja. Ansonsten gesagt, aber dein Mikro war aus. Kate@kinocast.net, Chris@kinocast.net, Eric@kinocast.net können uns gerne das bist du. Neujahrsgrüße dalassen oder ja, was auch immer. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Denkt dran, Böller sind gefährlich und verursachen Feinstaub und Hunde haben Angst. Ja, könnt ihr, wir sind ja alle Hundebesitzer hier im Podcast. Ja, also wenn ihr da irgendwie jemanden mit einem Hund kommen seht, dann wartet doch einfach mal ein bisschen mit eurem Geknaller. Ja, und werft keine Böller nach denen. Ja, das ist ja ganz das Letzte, was überhaupt ja, geht. Also das ist ja ganz bäh. Also wenn man schon knallen muss, dann kann man muss man das nicht zu einer Kriegszone erklären, irgendwie das Gebiet, wo irgendwelche Leute abgeworfen werden müssen oder so. Genau. Also kommt gut rein ins neue Jahr. Alles Gute fürs neue Jahr. Und vielleicht kommt ja noch ein Jahresrückblick. Mal gucken, das entscheidet sich noch. Ansonsten war das die letzte Sendung für dieses Jahr. Tschüss. Ciao. Tschüss, guten Rutsch. Bis bald im Kinocast.